Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und hier haben wir hey. Direkt einen, den ich tatsächlich vielleicht... Bring mir was bei. ...gerne dabei hätte, aus Sympathiegründen. Aber... Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Nee, eigentlich nicht, aber ich hätte gerne 500 Erfahrungspunkte. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten, so habe ich's gern. Wir sehen uns. Okay, doch nicht. Es ist schade. Doch nicht. Wobei natürlich die Frage ist, welches Schiff, ne? Weil, ich sag mal, eins von denen hier wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Das wäre ein bisschen unepisch für so eine Fahrt gegen das Böse. Aber ich habe eine Idee. Und zwar liegt da hinten das Schiff der Paladine. Und da würde ich jetzt tatsächlich auch mal gerne direkt hingehen wollen, um zu schauen, ob ich das nicht sogar direkt haben kann. Immerhin bin ich ja hier der Retter der Welt und so, ne? Zumindest ist das das, was man mir ständig sagt, dass ich die Welt retten muss. Und ich finde, wenn ich diese Rolle habe, wenn ich diese Aufgabe habe, dann steht mir auch so ein kleines Boot zu, wie das der Paladine. Ne? Ich finde schon. Die Frage ist natürlich, ob die Paladine da hinten das alles wissen. Das ist eine wichtige Frage. Hey, Gorn! Gorn nehme ich auf jeden Fall mit. Da führt kein Weg dran vorbei. Gorn ist dabei. Milton natürlich auch. Ach nee, warte mal. Haha, ich Depp. Natürlich. Den habe ich doch schon Bescheid gesagt. Und tatsächlich, sie sind hier beim Paladin-Pfiff. Als wüssten sie schon, um welches Schiff es geht. Tja, aber natürlich geht es in Wirklichkeit um dieses Wrack hier. Nein, tut's nicht. Mal schauen, ob ich hier an Bord schon kann. Moment, wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Du stellst den Wunsch eines Magiers des Feuers in Frage? Nein, natürlich nicht. Innos möge mir verzeihen. Die Magier des Feuers sind die Hüter der Weisheit Innos. Ja, ja. Wer sie in Frage stellt, stellt Innos in Frage und verwirkt jegliches Recht auf seine Gnade. Genau so ist es. Was passiert, wenn ich an Bord gehe? Ich werde dich töten. Ich meine, aufhalten. Du würdest einen Magier des Feuers angreifen? Ich würde niemals Hand an einen Magier legen. Also, was würdest du tun, wenn ich an Bord ginge? Nichts, mein Herr. Ich werde jetzt an Bord gehen. Das darfst du nicht. Lord Hagens Befehle waren eindeutig. Schließen Lord Hagens Befehle auch mich mit ein? Ich weiß nicht. Denk mal nach. Würde Lord Hagen es wagen, einen Magier des Diebstahls zu verdächtigen? Das glaube ich nicht. Siehste? Zum letzten Mal. Lass mich auf das Schiff. Verstanden. Du darfst auf das Schiff. Das war ja einfach, sagt der andere. Was macht ihr hier? Hier meine Zeit verplempern. Ich wäre viel lieber bei unseren Brüdern im Minental. Tja, sorry, aber die Drachen, die sind schon weg. Ich bin auf dem Schiff. Yay! Ich habe ein Schiff. Gut, das Problem ist natürlich, ich darf jetzt natürlich drauf, weil ich Magier des Feuers bin. Ich habe mich da gerade reingequatscht, aber meine ganzen Kollegen nicht. Und Schiff betreten heißt doch lange nicht Schiff benutzen, um auf Drachenjagd zu fahren. Von daher ist das sicherlich nicht alles, was ich tun muss, um hier das Schiff zu haben. Hä? Warte mal. Na gut, von daher würde ich jetzt mal zu Lord Hagen gehen und mit dem eine Runde quatschen. Ob der mir nicht dieses Schiff zur Verfügung stellen kann, um das Böse zu bekämpfen. So, aber ich habe da gerade so eine Idee. Okay. Das klappt. Komm schon, jetzt hier noch rüber. So, da hoch. Na, klasse. Knapp das Wasser verfehlt. Ach, Mann. Ich wollte ins Wasser hüpfen. Das gibt's doch nicht. Naja, gut, was soll's. Ist ja nichts Wichtiges passiert bisher. Und das Gespräch mit der Wache beim Schiff, das kann ich dann einfach abbrechen beim nächsten Mal.
Wie übrigens auch das mit Laris, das hat mir auch nichts gebracht. Keine Erfahrung, nix. Nee, von daher ist es vielleicht sogar gar nicht mal schlecht, diese Abkürzung hier zu nehmen. Nun denn, wen nehme ich gerne mit? Ich hätte gerne einen Wassermagier dabei, wenn es geht. Weil ich bin mir nicht sicher, ob Milton mir wirklich ausreicht. Konstantino, nö, brauche ich nicht. Nö, aber Mixier könnte ich ja mal fragen. Oder vielleicht... Ah ne, Vatras ist wieder da. Hey! Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Ich wusste, dass du heil zurückkehren würdest. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Trage das Auge Innos immer bei dir, hörst du? Adanos segne dich. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Okay. Nichts, was sich sonst irgendwie lohnen würde. Nein, Vatras nehme ich sehr gerne mit. Pablo? Kenne ich den irgendwo her? Nö, ist egal. Myxia, hey! Hey, du! Wie geht's dir denn so? Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Ja, genau. Lehre mich die fremde Sprache. Verdammt, ich hab die hohe Sprache der Priester ist wahr. In der Sprache der Priester, jeder ja, die... Ja. Ich hab was vergessen. Ich muss noch mindestens 2 Level erhalten, bevor ich mich auf den Weg zum Endgegner mache. Das ist aber, glaube ich, auch nicht weiter schwierig. Das wird nur eine Weile dauern. Ich werde nämlich auf jeden Fall nochmal durchs ganze Minental streifen können. Ich werde durch die ganze Erweiterung nochmal streifen können. Weil es in beiden nämlich neue Gegner gibt. Und ich schätze mal, hier in Korinnes gibt es auch neue Gegner. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Warte mal. Bist du der Typ, für den sie hier... Nee, für dich stehen sie hier nicht. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Ich glaube nicht. Ich sag dir vielleicht noch Bescheid, wenn es soweit ist. Mach das. Kann sein, dass ich sogar mitgehe. Wer weiß. Ja... Nee, Diego kann ich nicht so wirklich gebrauchen. Was ich brauche, sind Kämpfer und Leute, die mir was beibringen können, also vor allem Magier. Magier jeglicher Couleur. Und Kämpfer. Und Diego ist zwar nett, ich mag Diego wirklich. Er ist echt in Ordnung, aber er kann halt nichts, was mir beim Endgegner irgendwie helfen wird. Ich schätze mal nicht, dass ich ihn mit Schlösserknacken besiege. Oder mit Taschendiebstahl. Von daher bin ich da, glaube ich, mit Gorn definitiv besser bedient. Albrecht, hey, du. Nein, nicht du, nicht der Ritter. Albrecht, willst du mitkommen? Kenne ich dich überhaupt? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich kennt man sie überhaupt nicht. Lord Hagen, hey, willst du mitkommen? Die Drachen sind tot. Ich wusste, dass Innos dir die Kraft geben würde, die Drachen zu besiegen. Wo ist das Erz? Die Orks belagern immer noch die Burg im Minental. Bis die Belagerung nicht beendet ist, hat Garond keine Chance, die Burg zu verlassen. Verdammt nochmal! Wenn Garond nicht fähig ist, der Lage Herr zu werden, muss ich mich eben selbst darum kümmern. Ja. Die paar Orks halten mich nicht auf. Mich nicht! Ich habe meinen Männern bereits Bescheid gegeben. Wir bereiten uns auf den Abmarsch vor. Wir werden alle gehen. Ich lasse nur eine minimale Wache am Schiff zurück. Oh oh. Das sollte dann wohl reichen, um den Orks endgültig den Garaus zu machen. Ja, warte mal. Aber die Söldner... Ich brauche ein Schiff. Ha! Das höre ich fast jeden Tag, Ehrwürdiger. Aber
Du hast ja noch nicht einmal einen Kapitän, geschweige denn eine Mannschaft. Was ist mit dem Schiff im Hafen? Das gehört mir und das bleibt auch so. Mit diesem Schiff werden wir das Erz abtransportieren. Wenn das erledigt ist, dann kannst du mich ja nochmal fragen. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Okay, ich brauche also tatsächlich zuerst alles. Ich brauche meine Mannschaft, ich brauche meinen Kapitän. Ich kann dann erst mein Schiff holen. Ohne Mannschaft keine Reise. Wie viele Leute brauche ich denn für dieses große Schiff? Weiß ich nicht. Also 5 werden es schon auf jeden Fall sein. Moment, ich hab Gorn, ich hab Milton. Das ist eine schlimme Sache. Ich hab Vatras. Nur Inus entscheidet über welchen. Wen könnte ich denn noch mitnehmen? Aus dem Kloster jemanden? Ja, vielleicht aus dem Kloster jemanden. Ich hab mir das schon gedacht. Oder. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Zum Minental noch jemanden? Weiß ich gar nicht. Also ich brauche auf jeden Fall erstmal einen Kapitän. Nee, nicht Elbrick, da kann ja nichts. Wen könnte ich noch mitnehmen? Ich habe 3 Leute. Warum verwandle ich das jetzt sehr? Fällt mir gerade niemand ein. Pablo! Nee, nicht Pablo Blitzen, das war der Freund. Ich meinte nicht Pablo, sondern. Ach, keine Ahnung. Nee, den auch nicht. Dann weiß ich gerade auch nicht. Ich könnte Biff fragen. Ja, Biff fände ich cool, stimmt. Biff wäre eine Idee. Falls ich den überhaupt noch finde, irgendwo im Minental. Das wäre eine witzige Sache. Biff ist cool. Aber zuallererst brauche ich jetzt einen Captain. Na, Moment, erstmal ein Blitz noch oder 2. Was? So. Hoffentlich reicht das zeitlich. Natürlich, wenn ich das Timing verkacke, reicht das natürlich nicht. Suchen da, hör auf damit. So. Ich brauche auf jeden Fall einen Kapitän. Moment, aber jetzt erstmal Mana. 120. 75. Naja, muss reichen. Und Leben. Erstmal ein Pilz. Hey, ich habe keine Pilze mehr. Verdammt. Ich habe keine Pilze mehr. Was mache ich denn jetzt? Das war nicht so klug. Das war okay. Dann brauche ich noch 30. Leben. Ach, da. Boah, da habe ich ja so übelst viel von denen. Naja, ich habe die ganze Zeit eher die... Ich sollte nicht so schnell reden. Ich habe die ganze Zeit eher die Dinger gefuttert, die mir 5 Lebenspunkte bringen. Deswegen habe ich jetzt natürlich die Pflanzen, die mir 10 bringen, noch übrig. So, da unten scheint gerade kein Gegner mehr zu sein. Ist zwar bisher nicht so viel Spannendes passiert, aber wäre ätzend, das Ganze nachstellen zu müssen. Deswegen speichere ich hier spontan nochmal. Ich habe einfach ein schlechtes Gefühl dabei, hier so hochzukommen, während dann plötzlich neben mir sich so ganz viel auftut. Und hier waren ja schon öfter mal irgendwelche Gegner. Aber, na, diesmal ist leer. Also, friedlich. So, ich könnte natürlich... Ah, richtig! Von den Piraten. Also Greg würde ich auf jeden Fall fragen, ob er mit will. Greg wäre vielleicht auch ein cooler Kapitän. Fällt mir gerade so ein. Andererseits würde Lothagen einen Piraten als Kapitän auf das Schiff lassen. Hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Weiß ich nicht. Ich würde meinen rechten Arm hergeben, um nochmal auf dem großen Schoner anheuern zu können. Aber für so einen alten Knäppel wie mich ist das nicht mehr so einfach, mein Junge. Außerdem, wer wird sich um den Leuchtturm kümmern? Verstehe. Ich brauche deine Erfahrung als Seemann. Potzblitz, was hast du vor, mein Junge? Du willst doch nicht etwa die Kriegsgaleere des Königs entern, oder? Wer weiß. Das wäre ja was. Na schön, aber mein Leuchtturm werde ich nicht so einfach aufgeben. Was machen wir denn da? Was wäre, wenn ich dir jemanden bringe, der in der Zwischenzeit auf deinen Turm achtet? Gar keine so schlechte Idee. Ich wüsste da auch schon jemanden. Harad, der Schmied, hat einen Lehrling, der heißt Brian. Ich habe mich schon oft mit ihm unterhalten. Ich würde ihm gerne meinen Turm anvertrauen. Ich glaube, er wäre genau der Richtige dafür.
Sprich mal mit ihm. Vielleicht haben wir Glück und der Junge wird uns helfen. Ja, okay. Das probieren wir doch mal aus. Zum Kloster aber zuerst. Denn es gibt hier noch einen, den ich fragen würde, eventuell. Oh, komm schon. Nämlich den da. Babo. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Mit dem habe ich mich nämlich gemeinsam hier im Kloster. Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Ja, natürlich. Okay. Ich, du darfst weiter. Danke. Okay, das hatten wir alles schon. Schade. Na gut, es ist 12 Uhr, ich habe zu wenig Mana. Ich leg mich mal eben schlafen. So. Nicht zum Kloster, zur Hafenstadt. Und dann würde ich jetzt mal kurz mit dem Lehrling von Harald sprechen, mit Brian. Mal schauen, vielleicht will der ja wirklich auf den Leuchtturm aufpassen. Ansonsten würde ich, egal was er jetzt sagt, mal zu Greg gehen in der Erweiterung. Mal schauen, was der dazu sagt. Ich hörte, du hättest Interesse an Jacks altem Leuchtturm. Jack möchte vielleicht wieder zur See fahren, aber sein Leuchtturm wäre in der Zeit unbeaufsichtigt. Jack sollte aber klar sein, dass ich aus seinem Leuchtturm eine Schmiede machen werde, wenn er nicht da ist. Ist das ein Problem? Nicht für mich. Haralds Schmiede kriege ich sowieso nicht. Das habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen. Abgemacht. Wir sehen uns bei Jack. Warte mal. Okay, das ist also schon für ihn so eine fixe Sache. Na gut. Hui. Das ging schnell. Okay, fassen wir zusammen. Ich habe Milton, ich habe Gorn, ich habe Patras und ich habe jetzt, wenn ich will, Jack als Kapitän. Ich könnte noch Laris mitnehmen, der mir aber eher Einhand beibringen kann. Die Frage ist, habe ich eben einen Zweihandkämpfer, der mir was beibringen kann? Kann Gorn mir Zweihand beibringen? Weiß ich gerade nicht. Nun gut, aber es gibt hier eh noch ein paar Sachen, die ich erledigen wollte hier in Korinnes, auf jeden Fall, bevor ich ablege. Nicht zuletzt, weil ich ja wie gesagt noch mindestens 2 Level brauche, eher ein bisschen mehr, ich will ja noch ein paar Zauber lernen. Und zwar muss ich dafür hier zuerst mal zu diesem Bauernhof da oben. Dort sollte Randolf sein, der meines Wissens nach, zumindest nach Pyropas Schriftrolle, besessen ist. Von den Suchenden. Bleib mal stehen! Zack! Blitzschlag. 1, 2, 3, 4. So, und den Rest kriege ich mit der Nahkampfwaffe hin. Ich finde es ja witzig, dass die Gegner im Eisblock drin dann so zappeln, wenn ich sie treffe. Ich finde, das hat was. So, ich brauche auf jeden Fall Mana. 170, also 2 hiervon. Oh mein Gott, ich brauche Mana-Tränke. Ich brauche ganz dringend Mana-Tränke. Übrigens noch ein Grund, warum ich vielleicht in die Erweiterung nochmal gehen sollte. Da kriege ich ganz viele Mana-Tränke. Ich habe ganz viel Gold, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich kann auf jeden Fall nochmal beten für einen Lebenspunkt. Ist die Frage, was sollte ich zuerst beten? Für Mana oder für Lebenspunkte? Für Mana müsste ich 500 Punkte ausgeben, damit es mir überhaupt was bringt. Für Leben halt weniger. Oh je, Goblins. Naja, okay. Erstmal die Goblins. Der Suchende wird schon nicht ums Eck kommen, hoffe ich. Ja, ist eh nur einer. Na, komm her. Da ist er. So. Jetzt muss ich verhindern, dass er mich anspricht. Deshalb laufe ich erstmal ein bisschen weg. Bevor ich mich umdrehe. Und dann, sobald ich ihn sehe, sieht er mich auch. Oh je, habe ich eingefroren. Ich hoffe doch. Hä, wo ist der hin? Ach, der ist oben rum, oder wie? Okay. Na dann. Gehe ich halt auch oben rum. So. Nur um sicher zu gehen, nochmal einfrieren. Und da fehlt mir das Mana. Ups, das war blöd. Da hat sie irgendwas verschoben. Na komm, das kleine bisschen schaffe ich aber auch so. Das war, glaube ich, der Eisblock. Oder war ich das? Ich weiß es nicht. Egal. Ich brauche Mana. Dringend. Das ist jetzt zwar eigentlich Verschwendung von 5 Punkten, aber was soll's. 5 Punkte bin ich bereit zu verschwenden. So. Ich weiß, dass ich auf einer Erkundungstour offscreen hier immer lang gelaufen bin. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich hier auch wirklich im Let's Play war.
Deswegen mache ich das hier mal eben noch schnell. Hier kann man nämlich langlaufen. Oder war ich hier schon? Ich glaube, ich war hier schon, oder? Jedenfalls... Ach nee, ich war ja noch gar nicht. Guck mal. Haha. Dann war das tatsächlich die Erkundungstour mit... Hier gibt es einige Tränke. Ein Ring. Ein Kurzschwert, der... Ja, nicht so wirklich der Rede wert. Es sei denn... Der Ring kann vielleicht irgendwas. Ring der Erleuchtung, Ring der Eisenhauten-Zwingbarkeit, Ring der Kraft. Keine Ahnung, welcher davon das war. Die meisten davon brauche ich nicht. Denn ich trage mein Set der Priester. Das möchte ich eigentlich gerne behalten. Das ist schon ziemlich gut. Ich meine, der Mana-Bonus ist so ziemlich das Beste, was ich eigentlich mir jetzt gerade wünschen kann, nachdem ich so viele Lernpunkte verschwendet habe in Alchemie. Nun gut. Genau. Ich will zu Randolph. Der ist hier bei dem Bauernhof. Den Zauber halte ich gerade in der Hand, falls hier noch ein Suchender irgendwo rumläuft oder irgendwelche anderen Gegner. So, Telbo und Igel. Die, mit denen habe ich schon gesprochen vor Ewigkeiten. Das ist erledigt. Nee, wo ich hin muss, ist tatsächlich hier hinter den Hof. Da war der doch, oder? Oder war das Ruka? Oder war es Ruka? Ich weiß gar nicht. Ich schaue nochmal auf die Schriftrolle, um sicher zu sein. So, was haben wir hier? Lieferung, eine Nachricht, ein Brief. Kurukas magischer Brief. Randolph Sekob Brutus. Moment, das ist ein Bauer. Das da ist Akil, oder? Wegen deiner Knechte. Du hast sie mir zurückgebracht. Du bist ein mutiger Mann. Nimm dieses Gold als Zeichen meines Dankes. Was? Knechte zurückgebracht? Okay. Das muss wohl vor Ewigkeiten sonst noch irgendwas passiert gewesen sein. Die schwarzen Kapuzenmänner suchen dich. Ach, das ist ja ganz was Neues. Schon gut. Ich dachte, ich erwähne es mal. Ja, das wusste ich leider schon. Genau. Gut, wen wollte ich noch fragen? Genau, ich wollte jetzt als nächstes zur Erweiterung. Und dort hinten ist ja auch schon der Teleporter. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal schnell auf die Brücke, damit ich einen kleinen Überblick habe, was um mich rum ist. Und damit hier nicht eine Überraschung auf mich wartet. Aber das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Gut. Ich bin auf der Suche nach einer Crew immer noch. Und diese Folge ist aber zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal schaue ich mich nochmal in der Erweiterung nach Gegnern und nach Greg vor allem. Greg ist mein Pirat. Wenn Greg mein Captain werden könnte, dann würde ich den natürlich bevorzugen. Haha. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.